Alina, du schaust sehr zufrieden aus. Man kann denken, der Sommer war gut und der bisherige Herbst auch. Ist dem so? Ja, auf jeden Fall. Also meine Vorbereitung bis jetzt war richtig gut. Vor allem im Sommer habe ich ja richtig gut Kondition trainiert, weil ich gewusst habe, die letzten Jahre war das eigentlich immer so ja, für mich das Ausschlaggebende, dass ich in der Saison hinten raus noch durchhalte. Und da habe ich wirklich geschaut, dass ich viel mehr mache als die letzten Jahre und auch beim Skifahren einfach mehr Umfänge fahre, dass ich dieses viele Fahren gewöhnt bin. Und wie verträgt das der Körper, diesen Mehraufwand? Sehr gut, auf jeden Fall. Also bis jetzt war es richtig gut und ich fühle mich auch richtig fit. Und ich glaube, das ist einfach das Ausschlaggebende. Wenn man weiß, man ist fit, dann kann man einfach auch auf Schnee ja, die größeren Umfänge fahren und das macht einem dann auch nichts aus. Und das ist auf jeden Fall das Ziel, dass ich einfach die nächsten Jahre immer ja, noch mehr Skifahren kann und einfach die Umfänge gewöhnt bin, wenn ich auf mehr Disziplinen schauen will. Du sprichst das an, du wirst mehr Disziplinen fahren. Wie sind da die Fortschritte jetzt in den Disziplinen, wo du nicht so viel gefahren bist? Super-G habe ich dieses Jahr noch mehr trainiert als letztes Jahr und da will ich schon versuchen, dass ich im Winter noch ein paar Rennen fahren kann, neben Slalom und Riesenslalom, was auf jeden Fall jetzt noch Priorität hat. Aber für die nächsten Jahre will ich auf jeden Fall schauen, dass ich die Speed-Disziplinen noch mit dazu nehme. Und da muss man eben schauen, dass man das schrittweise macht und das ist das Ziel für heuer, dass ich vielleicht an ein paar Super-Gs an den Start gehen kann. Also Deutschland kriegt eine neue Allrounderin? Schauen wir mal. Also ich fühle mich gut auf den schnellen Ski und mir macht das auch nichts aus, die Geschwindigkeit, mir macht Spaß. Und das Problem ist einfach, man muss es wirklich trainieren, dass man die Sicherheit dann fürs Rennen kriegt. Und wenn man wirklich die Priorität noch auf Slalom und Riesenslalom setzt, dann hat man einfach ja nicht so viel Zeit. Und das ist auf jeden Fall das Ziel für die nächsten Jahre, dass ich da noch einen Schritt weiterkomme. Jetzt liefst du bisher nicht schlecht, jetzt erhöhst du noch deinen Trainingsaufwand, du wirst fitter. Was kann man dann erwarten von dir? Oh, das sehen wir dann, wenn es losgeht. Also mit dem Riesenslalom ist natürlich jetzt nochmal eine Umstellung für alle gewesen mit der neuen Regelung. Da kann man im Prinzip schwer sagen, wie man jetzt steht, aber solange es hart ist, fühle ich mich wirklich gut. Wenn es weich ist, muss ich einfach noch schauen, dass ich feiner Ski fahre, weil es einfach ja, die Ski nicht mehr diese Unfeinheiten erlauben. Und da werde ich jetzt die nächsten Wochen nochmal gescheit dran arbeiten, dass ich in Sölden richtig Gas geben kann. Und Slalom läuft wie letztes Jahr eigentlich richtig gut. Und ja, Super-G versuche ich eben immer noch ein bisschen mitzunehmen. Also wenn du sagst, du hast nicht die Vergleichsmöglichkeiten, stimmt ja nicht ganz. Du hast eine Viktoria Rebensburg, eine Maria Riesch. Da bist du ja ganz weit im Vorteil, oder? Diese zwei immer vor dir zu haben und zu sehen, wenn ich da mithalte, bin ich dabei? Na, das stimmt auf jeden Fall. Also wir haben wirklich ein richtig gutes Team, wo man sich auch wirklich messen kann und weiß, das sind einfach die Besten. Und deswegen ist es trotzdem für jeden das was Neues, die neuen Riesenski und der sich auf Besten drauf einstellt und einfach ja viel probiert und viel mit dem Material sich auseinandersetzt, der wird wahrscheinlich diesen Winter einfach ja einen Vorteil haben. Und wir haben wirklich richtig gut trainiert und mit der Maria und der Vicky haben wir einfach die Besten im Team und das ist, denke ich, schon ein Vorteil für uns Junge, dass wir uns einfach da orientieren können und wirklich gut zusammenarbeiten können. Danke von mir. Eine Frage noch. Langfristig ist das Ziel, eine neue Allrounderin zu werden. Was sind die kurzfristigen Ziele? Auf jeden Fall im Slalom und im Riesenslalom schauen, dass ich einfach noch näher an die Weltspitze rankomme. Und es ist natürlich immer schwierig, mehrere Disziplinen zu fahren, dass man sich auf alle wirklich konzentrieren kann. Und der Fokus liegt auf jeden Fall auf Slalom und Riesenslalom. Und ja, im Speed-Bereich muss man einfach Schritt für Schritt sich rantasten und das ist jetzt erstmal das Ziel von Super-G. Also drei Disziplinen, denke ich, wenn man den ganzen Winter durchziehen will, ist schon wirklich ein straffes Programm und das will ich einfach schauen für die nächsten Jahre immer ein bisschen mehr dazu zu nehmen.